Um Figuren aus Kastanien zu basteln, brauchst du Kastanien, eine Schere, Streichhölzer und einen Stift. Wir basteln zuerst ein Kastanienmännchen. Mit der Schere werden Löcher in die Kastanien gebohrt. Anschließend werden die Streichhölzer in die Löcher gesteckt. Damit sie besseren Halt haben, kannst du vorher etwas Klebstoff in die Löcher tropfen. Jetzt hat dein Kastanienmännchen schon Füße und Beine. Mit einem Stift markierst du am Körper die Stellen, an denen du Löcher bohren musst. Nun stichst du mit der Schere Löcher für Kopf, Arme und Beine aus. Anschließend befestigst du den Körper an den Beinen. Nun fehlen noch Kopf und Arme. Für die Arme deines Kastanienmännchens schneidest du zwei Streichhölzer durch und befestigst sie am Körper. Mit einem durchgeschnittenen Streichholz wird der Kastanienkopf mit dem Körper verbunden. Jetzt fehlt dem Kastanienmännchen nur noch ein Gesicht. Mit Filzstift wird dem herbstlichen Zeitgenossen ein lustiges Gesicht gemalt. Nächste Woche zeigen wir dir, wie du ein Pferd aus Kastanien bastelst.